Die OECD geht für dieses Jahr von einem Weltwirtschaftswachstum von 2,9% aus, so schwach wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Bei mir Robert Halber von der Baader Bank. Ja, muss da wirklich was passieren weltweit? Sind da auch die Leitzinssenkungen der Notenbanken das richtige Mittel? Ja, die Geldpolitik muss natürlich reagieren, wenn die Weltkonjunktur durch dümmliche Handelskriege beeinträchtigt wird, wenn die Stimmung schlecht ist, wenn niemand mehr investiert hat für Unternehmensseite, weil man gar nicht weiß, unter welchen Bedingungen, auch unter welchen Zollbedingungen, dann darf man sich wundern, wenn die Wirtschaft dann da niederliegt, nicht mehr so stark wächst. Wir haben immer noch Wachstum, immerhin, aber die Notenbanken reagieren darauf, auch die amerikanische Notenbank reagiert darauf und wird noch weiter darauf reagieren, weil klar ist, auch Amerika ist nicht vor einer Wirtschaftsdelle bewahrt. Wo fehlt es denn? Hier in Deutschland hat man ja oft das Gefühl, dass eigentlich alles soweit erstmal ganz in Ordnung ist. Die Arbeitslosenzahlen sind ganz gut, den Leuten geht es gefühlt gut. Wo hapert es? Es geht uns jetzt gut, aber wichtig ist immer, und morgen, können wir auch morgen noch kraftvoll wirtschaftlich zubeißen? Und das muss man eigentlich verneinen, weil viel zu wenig gemacht wird. Wir haben also die guten Jahre nicht genutzt bei uns, wo wir wirklich das Geld geschenkt bekommen haben, wo wir auch die Wirtschaft am Laufen hatten und Geld verdient haben. Das Geld hätte man investieren müssen in den öffentlichen Nahverkehr, in Digitalisierung, in die Infrastruktur. All das hat man eher sehr behäbig gemacht und jetzt zahlen wir einen Preis dafür, dass Chinesen und Amerikaner uns immer mehr den Schneid abkaufen, gerade in unseren Vorzeigeindustriebranchen. Und leider haben wir auch mittlerweile eine gewisse Gesinnung in Deutschland, dass wir all das, was wir gut können, kaputt reden. Das ist nicht sinnvoll. Und da kann eine EZB nicht gegen anstinken. Sie kann das Geld billig machen, aber sie kann keine Wirtschaftspolitik machen. Aber wäre es denn nicht sinnvoller, statt die Zinsen immer weiter zu senken und vielleicht nochmal Anleihen zu kaufen oder was man auch immer machen könnte, einfach mal ein paar Milliarden in Programme zu packen? Digitalisierung haben Sie angesprochen, Infrastruktur. Muss man so an der schwarzen Null auch wirklich festhalten? Nein, muss man nicht. Die schwarze Null ist, war und bleibt ein Fetisch. Wenn wir im Augenblick ja mit Schulden in Deutschland Geld verdienen, also der Staat, leider nicht wir. Und wenn man dann meint, die schwarze Null aufrechterhalten zu müssen, ist das fatal. Man darf hier eins nie vergessen. Chinesen und Amerikaner, die machen riesige Schulden und zahlen Schuldzinsen dafür, wir ja nicht. Um ihre Infrastruktur auf Vordermann zu bringen, um morgen noch eine Vision zu haben, Wohlstand zu haben. Und wieso machen wir es nicht bei negativen Zinsen und versuchen hier wirklich ein Vorzeige-Infrastrukturprojekt aufzuschließen, Digitalisierung, dass man bei uns gerne investiert, auch mit Steuersenkung. Wenn man das nicht macht, ist das eine sehr schlechte Wirtschaftspolitik. Wir sorgen dafür, dass die Zukunft schlechter aussieht. Und das ist verdammt hart. Heißt das aber erstmal, dass die Aktienmärkte eher nach oben laufen, weil die EZB und die Fed sowieso mit den Zinsen immer weiter an der Schraube drehen? Ich bin positiv für die Aktienmärkte gestimmt. Erstens, das billige Geld nimmt natürlich eine Alternativanlageklasse zu Aktien komplett weg. Zweitens, in anderen Ländern macht man ja Infrastrukturpolitik. Die großen Konzerne, Siemens, wie sie alle heißen mögen, die können ja woanders investieren. Es kommt dann ihren Aktienjahr zugute, obwohl der deutsche Standort eben nicht mehr so gut ist. Also davon sind die Aktienmärkte ein bisschen abgestraft. Nur das Problem ist, der Standort für Arbeitsplätze, der wird immer schlechter und das sollte man in Berlin sich mal vor Augen führen. Ist ja schön, dass Aktienkurse steigen. Noch besser wäre es natürlich, wenn die Arbeitsplätze hier sicher wären. Sagt Robert Halber von der Baader Bank. Danke Ihnen für diese Einschätzungen und danke Ihnen, liebe Inside-Wirtschaft-Zuschauer, fürs Interesse.